Jetzt hatte ich den Text hier schon. Naja, ich kann sie nicht nochmal auslösen. Naja, egal. In die Kanone! Ach so. Damit. Natürlich, ich habe noch gar keinen Schwarzpulver gehabt. Jetzt ist Schwarzpulver. Pulverfestchen mit Salpeter-Schwefelpulver-Gemisch. Naja, vielleicht noch etwas Konfetti? Etwas Watte? Salpeterpulver und Schwefel, das ist ziemlich eklig, sonst nichts. Naja. Schlauch. Nee, ach ja, so Holzkohlen, was? Was habe ich denn überhaupt noch zum Interagieren? Da. Kaffeemühle, genau. Wir haben noch eine topmoderne Kaffeemühle. Das sollte funktionieren. Die Holzkohle ist auch nicht härter als Kaffeebohnen. Perfekt, können wir es anschauen. Holzkohlepulver. Nein, kann man sich nicht mehr anschauen, aber jetzt Holzkohlepulver da rein. In Ordnung, Schwefelpulver, Salpeterpulver und Holzkohle im richtigen Mischungsverhältnis ergeben Schwarzpulver. Rein damit und vorsichtig vermischt. Genug Schwarzpulver, um Asas ein paar Ladungen vor den Bug zu schießen. Also jetzt haben wir Schwarzpulver. Das haben wir natürlich in die Kanone. Das sollte reichen. So wie etwas Konfetti. Aus den Papierschnipseln werden hunderte gefährliche Schrotgeschosse, wenn man sie aus einer Kanone abfeuert. Das hoffe ich jedenfalls. Und dann... Fehlt nur noch Feuer. Jo, wie machen wir das? So ganz ohne Feuerzeug. Du wirst mich nicht zurückbringen, Sasi. Niemand wird mich zurückbringen. Na, wir können den Ofen noch anschauen und wir haben noch Watte, aber das brauchen wir zum Verschießen. Ein schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Ein schönes Modell. Ja, weiß ich bereits, danke. Abgesehen von dem Spiegelbild kann ich nichts Außergewöhnliches entdecken. Ja, ich auch nicht. Und hier scheint auch rein gar nichts mehr zu sein. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Und wieso kannst du sie denn nicht rausnehmen? Wenn du nicht sofort landest, werde ich dein Schiff vom Himmel pusten. Na los! Ich zähle bis drei! Du solltest nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Bis drei zählen, pff. Irgendwas. Können wir hier noch mitnehmen? Die Strickleiter führt Leiter hoch zu den Ballons. All die Seile, Netze, Verstrebungen und Balken dort oben machen mich nervös. Ich kann die Strickleiter nicht erreichen. Und selbst wenn, ich fühle mich hier auf dem Deck wohler als da oben. Naja, scheinbar müssen wir noch nicht da hoch. Hier können wir nur runter, hier können wir auch nichts weiter mitnehmen. Können wir das Flugschiff betrachten? Ganz schön angsteinflößend, diese furchtbare Visage mit den gebleckten Zähnen. Und erst der Wolfskopf am Schiff. Sasis Abfangjäger ist schneller als die Mary. Ich kann ihr nicht entkommen.
Okay, aber irgendwoher brauchen wir noch was zum Anzünden. Aber was war das? Nein. Nein. Verbrenne die Karte. Ja, da gehört schon hin, richtig. Aber ich zerstöre das Ding lieber noch nicht. Mist. Ja, da gehört sowas. Mist. Ja, ich weiß, dass da sowas hingehört. Oh, welch Freude! Dein Kapitän ist da. Du bist kein Kapitän. Du bist gar nichts. Tja, das hat man mir schon mein ganzes Leben lang gesagt. Oh, nun... Also gar nichts ist vielleicht übertrieben. Ha! Ich hab dir Schuldgefühle gemacht. Vielleicht mag ich dich doch. Ein bisschen. Okay, jetzt haben wir mit dir auch nichts mehr zu bereden. Da können wir noch den Spiegel anziehen und das Buddelschiff. Ach, Kästchen, genau. Ah, das sieht mir sehr nach teuren Zigarren aus. Ah, natürlich verschlossen. Sieht aus, als bräuchte ich einen sehr kleinen Schlüssel oder eine verdammt große Axt. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Ein schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Können wir jetzt mit ihr reden, über den Schlüssel? Das soll ich mit meinem Schiffsdrachen schon bereden. Ein Schlüssel? Woher soll ich jetzt einen Schlüssel kriegen? War er nicht da drin? Das Kästchen ist verschlossen. Ohne einen Schlüssel oder etwas in der Art komme ich hier nicht weiter. Ach so, ja klar. Büroklammer. Ich biege die Büroklammer auseinander. Vielleicht kann ich damit das Schloss knacken. Ich dachte, das sei in der schweren Fassung schwerer. Oh, es ist schwerer. So, ich muss hier rein. Hier rein. Ja, hier rein. Aha, das war's. Nur noch eine Zigarre drin. Hoffentlich kann ich damit heute Abend meine gelungene Flucht feiern. So, jetzt haben wir eine Zigarre und die können wir hier anmachen. Ich habe gewusst, ich hatte noch etwas vergessen. Bevor die Zigarre anfängt zu brennen, habe ich mir das Gesicht verschmort. Naja, machen wir es so und ich habe die Zigarre ein Stückchen in den Schlauch geschoben. Dann benutzen wir die Zigarre am Schlauch und zünden sie damit an. Ach so. Rauchen ist schrecklich und jeder Raucher ein Monster. Natürlich. Und jetzt feuern wir die Kanone ab. Nimm das! Also schön. Gibst du auf? Nein! Wie soll ich mich denn da verteidigen? Ich habe ja bloß Kanonenkugeln. Jetzt schieß endlich! Ja, wir probieren das nochmal einmal. Also, Schwarzpulverin.
Auf ein neues. Dann warte bald hier rein. Meine Theorie ist, dass die Watte durch den Luftdruck dermaßen komprimiert wird, dass sie beim Aufprall auf Sasis Schiff hart wie Stein ist. Ja, wer es glaubt. Und anzünden. Du hast es nicht anders gewollt. Noch 10.000 Schuss davon und ich könnte an Altersschwäche sterben. Was meinst du, wie viele du davon aushältst? Ja, wieder 2 Stunden auf die Animation warten. Ding! Das ist unwahrscheinlich. Ein Gruß von und für Masas. Damit herrscht endlich Chancengleichheit, würde ich sagen. Na also, dann Schwarzpulver rein. Ich nehme einfach den ganzen Rest, jetzt oder nie. Eine Kanonenkugel rein. Und Feuer. Yeah! Ich bin frei, hörst du? Du wirst mich nie kriegen! Oh nein! Ich dachte, ihr Kopfgeldjäger hättet immer noch einen Trick auf Lager! Oh, das ist jetzt echt gemein. Komm schon, du kannst mich doch jetzt nicht zum Dicken zurückbringen. 3 Säcke Gold, Nate. Geschäft ist Geschäft. Ja, und jetzt nerven. Erstens muss ich mich befreien und zweitens darf ich mich nicht von Masas erwischen lassen. Sie würde kurz einen Prozess mit mir machen. Naja, Gefangener an Bord seines eigenen Schiffes. Wie wird Kapitän Bonnet diesen gar grausigen Streich des Schicksals nur verwenden? Was tust du da? Von Zeit zu Zeit moderiere ich gern mein eigenes Leben. Warum? Weil es sonst niemand tut. Ja, und so wie mal das Gitter. Nichts zu machen. Könntet ihr mal Dialoge halten, die 5 Minuten länger dauern? Betrachte die Bretter. Die Gitterstangen sind alle aus Eisen. Aber die Decke und der Boden des Käfigs sind aus Holz. Naja, vielleicht ist das meine Chance. Da ist bei dem einen Brett eine Niete locker. Aber ich komme mit dem Finger nicht richtig drunter. Ja, dann müsstest du mal deinen Korken ziehen. Die anderen Nieten sitzen bombenfest. Und jetzt bitte die Lücke. Ist zu klein, um hindurchzuklettern. Und die anderen Bretter lassen sich nicht lösen. Und Lücke ist zu klein, um Lücke. Okay, Schloss ist zu primitiv wie massiv. Ich bräuchte schon einen Vorschlaghammer, um es aufzubrechen. Das Schloss ist so primitiv wie. Okay, und bitte die Gitter. Nichts zu machen. Okay, dann benutze den Schlauch. Mit. Nichts. Okay, benutze den Schlauch mit Korkenzieher. Ich habe den Korkenzieher an Schlauchende geknotet. Und jetzt rufe Larry zu Hilfe. Lass mich lieber raus hier. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffes. Dieser Königin der Meere. Mein Schiff und ich sind ein Team.
Es würde seinen Kapitän niemals im Stich lassen. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade der Kapitän dieses Schiffs und es gehorcht jeder Bewegung des Steuerrads. Aber es könnte dich durch gewagte Lenkmanöver abschütteln oder einen der Balken da oben auf dich stürzen lassen. Diese Balken heißen Raen, du möchtegern Kapitän. Sie hat völlig recht, Captain Burnett. Und um ehrlich zu sein, fühle ich mich in ihren Händen irgendwie sicherer. Motterei, Feminismus. Ja, Probleme. Können hier nirgendwo anhaken. Na, müssen wir uns noch mal etwas umsehen? Betrachte die Stiege. Wenn es mir gelänge, unbemerkt in die Kajüte zu klettern und die Luke zu verriegeln, hätte ich einige Minuten Ruhe vor Sasi. Allein das Gitter hat etwas dagegen. Alleine das Gitter, ja. Nichts zum... Ja, ganz toll, dreh dich für endlich um. Die Dampfmaschine hat 2 TS. Das reicht locker für den Antrieb. Und wenn wir einen Schlauch mit Korkenzieher? Nein. Nein, gar nichts. Ich habe den Schlauch um den Korkenzieher geknotet und fühle mich der Lösung all meiner Probleme nun ganz erheblich näher. Bau es wieder auseinander. Ah. Betrachte Lücke, betrachte Gitter, betrachte Schloss, betrachte Stiege. Rede mit Massas. Sasi? Was willst du, Gefangener? Warum denn so unpersönlich? Wir haben noch einen langen Flug vor uns und sollten uns besser kennenlernen. Ach, darum hasse ich es, Zielpersonen lebend zurückzubringen. Ich protestiere. Lass mich hier raus. Ich habe das Schiff fair gewonnen und befand mich in internationalem Luftraum, als du widerrechtlich mein Schiff geentert hast. Du hättest es besser verteidigen können. Außerdem hast du falsch gespielt, als du es gewonnen hast. Na, genau wie jeder andere am Tisch. Aber niemand von den anderen war dumm genug, dem Dicken sein Schiff abzuluxen. Können wir nicht vielleicht einen Deal machen? Ich gebe auf. Soll der Dicke sein kostbares Schiff doch zurückkriegen? Mir ist meine Freiheit wichtiger als dieses Schiff. Es geht nicht nur um das Schiff, du hast ihn lächerlich gemacht. Ein kleiner, dicker Pirat, der von Kopf bis Fuß in Rot herumläuft und ich habe ihn lächerlich gemacht? Du hast ihn beim Kartenspielen geschlagen, in seiner Stadt. Niemand tut das und kommt lebend davon. Das hätte man mir vorher sagen müssen. Wir haben es dir vorher gesagt, aber du konntest nicht widerstehen, oder? Wenn du Glück hast, wirft er dich dafür nur für den Rest deines Lebens in den Kerker. Wir sollten zusammen durchbrennen. Wir sollten zusammen durchbrennen. Wir fliegen in den warmen Süden, machen das Schiff zu Gold und vertreiben uns den Rest unserer Tage mit Solitär und Wimmelbild spielen. Kein Interesse. Oder wir ziehen raubend und plündernd durch die Lande. Ich? Ein Hedgefondsmanager? Ich verzichte. Oder du benutzt mich für andere Dinge. Weißt du, ich stehe auf Mädels mit strammen Oberschenkeln. Ich aber nicht auf erbärmliche Hänflinge ohne einen Funken Selbstachtung. Also, wenn du immer so gemeine Sachen sagst, dann stürze ich mich irgendwann dort in die Tiefe. Was soll schon passieren? Ein Rückgrat, das du dir brechen könntest, scheinst du nicht zu haben. Autsch. Genug von diesem Geschwafel. Wir haben beide einen Job zu erledigen. Ich steuere das Luftschiff, du sitzt im Käfig und verzweifelst. Jo, Käfig sitzen. Wir reden noch mal mit Massas. Sasi? Ist es noch weit? Ist es noch weit? Ich muss mal. Was? Ich muss ganz dringend mal auf die Toilette. Verkneif's dir. Liest du mir was vor? Nein. Wollen wir ein Spiel spielen? Nein. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist, Gib endlich Ruhe! Sitz einfach in deinem Käfig und halt die Klappe! Aber ist es denn noch weit? Das Leben ist so ungerecht. Das Leben ist so ungerecht.
Ich wünschte, ich hätte einmal eine anhaltende Glückssträhne im Leben. Und ich wünschte, ich könnte meine Hände gleichzeitig auf dem Steuerrad und auf meinen Ohren haben, damit ich dein erbärmliches Geplärre nicht mehr hören muss. Moment. Ah, das sollte helfen. Erzähl nur weiter. Ich bin ganz Ohr. Na also, jetzt können wir das Gitter untersuchen. Nichts zu machen. Müssen wir... da. So schön versuchen wir es. Ich hoffe, Sasi hört wirklich nichts mehr. Ausgezeichnet. Was war das? Was? Dieses Geräusch. Meinst du das erregte Schlagen meines Herzens, wenn ich dich da so von hinten stehen sehe? Ich hab die Kette. So, jetzt die Kette. Ja, mach jetzt hin. Die Kette. Mal angenommen, ich treffe eine der Radsprossen mit dem Haken. Dann würde sich die Kette ums Rad wickeln. Das würde mir nicht helfen. Dann befestige die Kette ums Gitter. Okay. Und vielleicht die beste Chance, die ich habe. Anschwungrad. Was zum Stopp! Puh, das war knapp. Die Luke scheint zu halten. Vorerst. Ich muss diese Grünhaut von meinem Schiff kriegen. Nur wie? Dann reden wir mal mit der Mary. Hey Mary. Nun, was gibt's? Was das ist denn? Willst du mir jetzt endlich helfen, Masas von Bord zu kriegen? Ist das diese Person, die auf meiner Luke rumhackt? So ist es. Und vorhin hat sie dir aufs Deck gespuckt. Das ist doch... Wer spuckt einer alten Lady denn aufs Deck? Ich werde euch rächen, Milady. Aber dafür brauche ich Hilfe. Also schön. Schau unter dem Teppich nach. Dort ist der Zugang zu einem geheimen Frachtraum, in dem Schmuggelware transportiert wurde. Von dort führt eine Luke zum Rumpf. Das könnte in der Tat nützlich sein. Danke. Bis später, Mary. Bis später, Kleiner. So, dann schieben wir mal den Teppich beiseite. Dann sehen wir nach, was wir da finden. Mach endlich ein Schloss. Du hast doch keine Chance. Eine massive Holzluke mit einem Schloss. Eine Art Zahlenschloss, nur mit Symbolen anstelle von Zahlen. Und was ist das hier? Ein kleiner Zettel, Mach der unter das Schloss auf, gelegt wurde. Du hast doch keine Chance. So, die gute Zettel. Alte Gedächtnisstütze. Hier stehen folgende Hinweise. Erstens, unter dem Schiff. Zweitens, das ist verschmiert. Es waren mal drei Wörter und das erste könnte Symbol heißen. Drittens, Alter der Mary. Ich weiß gar nicht, ob es bei normalem Schwierigkeitsgrad angezeigt wird. Du wirst nicht sehr lange geschlossen sein. Was immer du versuchst, es wird nicht funktionieren. Schnauze. Puder mit Spiegel. Die Daumenabdrücke bilden ein Symbol. Ein X mit einem Kreis darüber. So, das ist das hier dann. Unter der Mary. Auf dem Zettel stand, eines der Symbole solle unter dem Schiff zu finden sein. Ob das Buddelschiff gemeint ist? Ja, nimm das Buddelschiff und schau drunter nach. Ich kann nichts erkennen. Ob ich wirklich die Flasche kaputt machen muss? Wäre schade drum. Ich werde dich am Querbaum aufknüpfen. Ohne Seil! Mist, kein Symbol unter dem Schiff. Ich war mir so sicher. Naja. Dann betrachte das Kästchen. Ich habe die letzte Zigarre schon genommen. Solange ich das Kästchen nicht auffülle, wird es leer bleiben. Es sei denn... Nein, nicht magisch.
nicht magisch scheiden, reden wir mit der Mary und versuchen das Alte herauszubekommen. Nun, was gibt's? Wie ist die Kombination für das Symbolschloss? Die Luke zum Frachtraum ist mit einem Symbolschloss versperrt. Wie lautet die Kombination? Keine Ahnung. Das Ding hat Captain Olos angebracht, weil er Angst um seine Schlössersammlung hatte. Wann hat Kapitän Olos das Symbolschloss angebracht? Wann genau hat Kapitän Olos das Zahlenschloss angebracht? Lass mich überlegen. Evans, Kapitän Q, Kapitän Warraps und davor war Kapitän Olos hier. Das muss vor 12 Jahren gewesen sein. Vor 12 Jahren also. Wie alt bist du, Mary? Wie alt bist du, Mary? Ist das eine Frage, die man einer Lady stellt? Ich habe zuerst gefragt. Und ich werde nicht antworten. Quip quo pro, Mary. Was? Quip quo pro. Du meinst quid pro quo. Genau. Ich sage dir etwas von mir, dann sagst du mir etwas von dir. Ich wurde in Hufenhausen geboren. Wie alt bist du? Voraussetzung für das Spiel ist, dass mich irgendetwas an dir interessiert. Aber ich bin interessant und tiefgründig und so. Schon klar. Wie schaffst du es nur so jung auszusehen? Ich finde es unglaublich, wie jung und strahlend du aussiehst. Ach ja? Ja, dein Holz glänzt, deine Nieten sind blank. Erzähl weiter. Deine Taue sind straff, dein Rumpf ist kurvig. Du siehst aus wie gerade aus der Werft gelaufen. Alter Charmeur! Ich halte mich tatsächlich recht gut. Und ob, du siehst keinen Tag älter aus als 95? Ich bin 81. Viel zu einfach.